Herzlich willkommen zur Folge 3. Also, wir sind immer noch da. Die Penner werfe ich jetzt raus, also nicht so. Ihr werdet sowieso keiner vermissen, mich würde jemand vermissen, bestimmt, gell? Ich weiß schon, wie die Kommentare aus. Ich weiß bestimmt, wie der eine, irgendeiner mal in Kommentare schreibt: Wir vermissen dich nicht. Wir hassen dich. Wir gucken deine Videos nur wegen den beiden an. Weil ich ja auch schon so lange dabei bin. Genau, er ist nämlich seit heute erst dabei. Seit der ersten Folge. Die erste Folge dieser Session, meine ich. Ja. Gott. So. Wo lang geht's nach Chicago? Wo ist überhaupt Chicago? Ich will gerade sagen. Wo ist überhaupt Chicago? Ja, als ob mein Lamborghini mich schon leistet. Ich hab Gelände, wie weit sind 6 Kilometer? Hallo? Das ist schon ziemlich weit, finde ich. Bleib auf 250 Kilometer. Njam. Nitro, gehen! Fahr nicht da geradeaus, wo ich bin. Warum seid ihr alle hinter mir? Wie hinter dir? Warum seid ihr hinter mir? Keiner ist mal so faul und will mich einholen. So faul? Och, hier unten kommt mir ein Auto entgegen. Jetzt hab ich auch noch einen Sturm. Du wirst von der Polizei verfolgt. Oh. Och, da ist der Mr. Gelegenheit ist wieder kriminell. Tut mir leid. Okay, jetzt ist wieder Alba. Ernsthaft? Ja, gut. Das ist meiner Nähe. Wir sind gerade oben auf der Autobahn. Dann hier. Danke. Und mein Auto ist kaputt. Ich glaube, wir sollten mal uns neben die Autobahn setzen. Geht ja nicht. Wir haben ja Polizei. Hilfe! Ich stelle jetzt einfach um. Okay, fahr mit. Was schade ist, das Ding kann kaum driften. Oh Gott. Nein, ich bin nicht verarscht. Oh, ich bin verhaftet, wirklich. Der Idiot wurde verhaftet. Wie macht man überhaupt Wheelies? Hey, könnt ihr mir sagen, wie man Wheelies macht? Was probieren? Bei mir ist es AV, aber ich hab's glaube ich nur da aufgesetzt. Auch. Oh. Musst halt probieren. Junge! Was ist denn hier los? Yo! Du kannst Wheelies und Stoppies machen, da kam glaube ich auch so eine Erklärung von Dicky hier. So, ich nehme mal die Sehenswürdigkeit da vorne mit, da kriege ich wenigstens wieder meine mal ein paar 2000 mit. Ey, das wäre echt doch cool, wenn man eine Sehenswürdigkeit sich hohl ansieht und dann 2000 kriegt. Also ich würde mitmachen. Ja, das stimmt. So. Kommt ihr auch mal näher? Ja. Seid ja viele Kilometer von mir entfernt. Einer ist schon zu viel für mich. Ich bin schon da. Ich hab die eine Auffahrt verpasst. Ich komm grad mit 400 an. Ups. Mit 400, es geht ja noch. Müsst ihr mal annehmen? Oh, hat sich aber auch die Auffahrt verpasst. Ja. Ja, gut. Der hat sowieso dann alle bei mir. Hi, Herschel hier. Ich schicke dir einen Treffpunkt. Fahr hin und wir können reden. Nichts. Wurde auch Zeit. Bring mich an diesen Ort. Schnell. Wir reden unterwegs.
Nee, ich will nicht an dich an diesen bösen Ort bringen. Bestes jetzt, wir müssen dich bestimmt wieder beschützen. Oder nicht? Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. Nee? In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los! Oh. Ja, bring mal bald ab. Hier sitzt eine Person drin, das ist irgendwie hell. Es ist ja auch eine Mission mit Personen. Und die werde ich jetzt aus einem fahrenden Auto schmeißen. Wenn es GTA wäre, würde ich es machen. Ein Auto einfach zuschließen, oder? Ich hab mich abdrängen will hier. Nicht so weit vor, das ist zu der Erste. Du willst ein 510 Tattoo? Ich kann's dir geben. Verhilf mir zum V4, das gehört dir. Was brauchst du? Troy. Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin V4. Schaffst du das? Ja. Gut. Packen wir es an. Ich war doch schon mal hier. In ein anderen Spiel. Was sich nicht Watch Dogs nennt. Muss man ein Spaßvideo über Watch Dogs mal machen. Naja, ich werde ja bald einen neuen Kanal eröffnen mit dem Kevin Schlau. Ein gemeinsam. Da werde ich mal so kleine witzigen Videos und Livestreams hochladen. Was machen wir? Ich werde es nicht schaffen in 12 Sekunden. Warum ist mein Auto so lang? Selbst mit Nitro. Ich werde es nicht schaffen. Ey, ich kann es nicht sehen, ey. Ich schaff diese fucking Renns gar nicht. Oh, der hat einen Watch Dogs Aufkleber drauf. Das ist bei mir total verspürt aussieht. Das ist bei euch scharf. Ja. Das bringt mir sowieso nichts. Na gut, ich werde mir glaube mein Auto mal aufrüsten. Das wäre cool. Ja, wir könnten ja online Dings. Was kommt denn bei dir immer, wenn du das Rennen startest, steht dann bei dir immer Schwierigkeit schwer da oder leicht oder? Leicht steht immer bei mir da. Okay. Na, ich werde mal mein Auto auf. Wir haben einen Deal. Schlage Troy, hol mir mein V4 und du bekommst dein Tattoo. Ich werde jetzt nach Detroit gehen zum. Du musst ein Rennen gewinnen. Wann geht es das dazu? Das war der Deal. Jetzt verdienst dir. So. Also ich gehe jetzt nach Detroit. Werd mein Auto auf 10 Aufstufen kaufen. Auf Stufe 20. Und dann werde ich erstmal losfahren. So. Straßentuner, komm her, ich muss meine 6, meine 19 Teile tauschen. Was, ja? Ja, ich weiß. Ich bin kein wahrer Deutscher, nein, Spaß. Ey, ich könnte mir auch das Motorrad holen. Ja, es ist ja auch günstig. Wenn du willst, kannst du es machen. Hätten wir alle das Auto. Wie den BMW. 2011. Straße oder Gewinn? Was BMW? Was rede ich da? Ford Mustang. 2011 GT. Ja, ich möchte mein Auto. Kann man das nicht irgendwie? Kann das nicht aufrüsten? Ich habe gedacht, man konnte es aufrüsten. Nee, du kannst dann nur noch einzeln aufrüsten. Aber du kannst dir die Teile kaufen, wenn du sie hast. Achso, ja. Ja, ich habe gedacht, man kann sich auch schon aufrüsten. Sorry, da war ich falsch informiert. Mhm. Und zwar sehr falsch. Was? Du kannst sie dir trotzdem kaufen. Oder? Nein. Was soll mein Geld haben, ne?
Das ist ja ganz anders. So, wir sind jetzt in der zweiten Teil der ersten Folge, der dritten Folge von dieser Session. So, ich starte schon mal, wenn ich kann, das nächste Ding. Die ist Chat, fuck. Können wir dann nochmal PvP machen oder sowas? Wir sind jetzt auf Straße. So, da gemacht. Bin ich wieder. Ich werde jetzt Crew-Koop starten. Und die Bösen hinter mir, neben mir und so, hinter mir wegknallen. Ich wollte doch gerade mein Motorrad aufholen. Nein. Ich bin nicht mit dabei. Er hat dich in Detroit herausgefordert. Nicht dabei. Erinnere mich. Er ist ja. Jetzt Troys Hauptmann. Was konnte mir du was bringen? Egal. Bin ich weiter vorne. Du bist nicht dabei. Hey, warte mal. Wo kommt denn der Einladung? Du wieder. Ich hab Troy gewarnt. Weiß ich nicht, du hast nicht den Killerinstinkt, der einen Penner von einem 5-10 unterscheidet. Junge. Oh nein, ich muss das gegen die Straße. Ich muss da cross gegen das Auto. So. Das ist den Hurensohn. Hörst du? Wow, guck mal. Der werft mit seinem Motorrad. Ja, ich wollte das auf die Hurensohn. Also so auf Straßen und getunt. Ja. Na klar. Also in dieses, gell? Nein. Das ist ja fast so gut wie meins. Ey, ich muss den Fokus da wegfahren. Scheiß Fokus. Oh, da ist ein Fauto! Fauto? Fauto. Er war ein Fauto. Oh, ich kann nicht fahren. Ist wer hinter mir oder was? Ne, ich bin Vierter. Ja, ich bin schlecht, ich weiß. Und bei mir leckt es noch. Oh, und der ist auch schlecht. Er fährt in eine unzerstörbare Barrikade. Komm, vor den zweiten. Denken. Warum bin ich so lahm? Ich glaube, das liegt daran, dass ihr höheres Level seid irgendwie. Okay, der ist vorbeigesaust. Ja, pass auf den. Und da war ein Auto. Ego-Perspektive ist cool beim Motorrad. Ja, die bockt voll. Nein, der Fokus ist schon wieder vor mir. Der Fokus ist vor mir. Tötet ihn. Okay. Fahr zurück. Ey, komm jetzt halt. Au. Der Fokus hat sich schon wieder verfahren. Er hat sich irgendwie ständig. Ja. Da hat nicht gerade jemand in der Aufnahme während der Aufnahme gestört. Ich bin konzentriert. Ich hab ihn weggedrängt, komm. Ein Baum! Baum! Laterne! Baum! Erster! Mann, weiter so! Hey, kannst du aufhören, mich zu überholen? Lässt dich von dem ja vorführen. Schrei mich nach dem Rennen an, wenn du willst, aber jetzt halt dich bitte raus. Oh Gott, warte. Ich wollte dich gerade abdrängen. Ein Moment dachte ich, du würdest Zeit schinden. Klasse, Mann, weiter so. Mann, der bringt die Kacke zum Dampfen, aber so richtig! Hörst, ich fahre hier, vergessen? Ja, ja, sicher. Ist nur schwierig, sich nicht völlig mitreißen zu lassen. Du
schaffst es, Mann! Haha, ich bin so aufgekratzt! Ach was. Scheiß Wand. Fahr ins Ziel, Mann! Lass dich von dem ja vorführen! Schrei mich nach dem Rennen, ich bin an, wenn du willst, aber jetzt komm. Halt dich bitte raus! Ach Mann, ey, die hätten die Wand doch schön wegmachen können. Und warum trifft ich nicht so gut? Hat die das Driften verschwunden? Ach Mann, ey. Ich komme ins letzte Ziel. Vorletzter. Oh. Ich kann's nicht glauben. Es war so ein Scheißrennen. Am wenigsten hast du es halt erst daran geschafft. Endlich. Der Helm passt irgendwie nicht. Ja, ich kann die Outfits ja noch wirklich Outfits ja noch ändern, aber du hast. Ja, die sind viel zu teuer. Die viel zu teuer. Weißt du, wie teuer so ein Helm ist im Spiel? Ja, 50.000 kostet ein Helm. Totaler Quatsch. Ja, ich weiß, totaler Quatsch. Du kennst das 510 Credo Hombre. Verschwinde von hier und freu dich, dass du deine Karre behalten kannst. Ich kann immer noch keine Wheelie ziehen. Wieso auch immer. Ja, guck doch auf die Tasten. Ja, guck ich ja die ganze Zeit. So, wo ist denn das nächste Scheißrennen? Da ist das nächste Scheißrennen. Okay. Doch gut. Ich wurde nur noch gestört, obwohl ich vorhin gesagt habe, die soll mich nicht stören. Ja, ist da. Seid ihr noch alle da? Okay. Ja, alles noch da. Ich fahr wieder mit dem Motorrad. Okay. Alex, halt die Koffer. Du fährst nach Vegas. Auf Urlaub, ja? Wieder falsch. Du musst einem Mitarbeiter von mir einen Gefallen tun. Ich bin nicht ein Laufbursche. Das ist Arbeit. Er ist ein, sagen wir, Logistikexperte. Er kann alles überall hinbringen. Ich will ihn in der Crew. Hat er Namen? Omar. Wir brauchen den Kerl. Triff ihn in Vegas. Wen? Welchen Penner soll ich treffen? In Vegas? Ein Flugzeug! Flugzeug! Ich fahre ja, ich gern Flugzeug. Ich fahre gern Flugzeug. Auf der Autobahn oder was? Ja. Und wenn da immer Bauarbeiter sind, wenn die werden immer durch die Turbinen irgendwie gejagt. GTA-Style. Kennt ihr alle noch die Szene? Ja. Das passt jetzt. Ja. Wenn das jetzt was anderes wäre. Ich hab ein Taxi! Ich will das Taxi fahren! Ich will das Taxi fahren! Bist du Zoes Mann? So würde ich es nicht ausdrücken. Du musst Omar sein. Wenn Zoe dich geschickt hat, bist du gut. Du musst ein Rennen für mich gewinnen. Ich habe eine Menge Geld gesetzt. Schaffst du das? Nein. Ich sage eins. Nein. Jeder sagt nein. Okay, da handelst du das. Du. Okay. Das Team rahmt alles weg einfach. Okay. Sehr viele. Ja, das ist ein Rallye-Rennen. So. Zoe sagt, für dich sei das ein Kinderspiel. Zeig, dass sie recht hat. Boah. Rammt alles weg, was lebt. Und nicht ich bin. Nicht ich bin. Wie packt ihr? Erst. Oder du? Ja. Ich muss meinen Windschatten lassen. Ey, warum funktioniert der Windschatten bei mir nie? Von den meinen. Ah! Oh! Funktioniert bei mir.